Hallo, liebe Leute, da bin ich wieder. Mein Gesicht ist wieder einigermaßen in Ordnung. Wir haben jetzt Montag und ich werde jetzt hier ein paar Tage verbringen, mal wieder alleine. Ich weiß nicht, aber das habe ich ja schon geahnt, dass wir. Oder dass ich hier besser gesagt alleine hinfahren werde, die meiste Zeit. Naja, mal gucken, was wir hier die Tage jetzt so machen. Nicht, dass ich wieder krank werde und hier 2 Tage flach liege, aber das hoffe ich ja mal nicht. Dann werden wir mal gucken, was uns die Tage so bringen. Gell? Also bis später. Check it. So, was ich noch erzählen wollte, ich habe mein Sudoku-Heft fast fertig. Ein Sudoku fehlt mir noch, das bekomme ich aber nicht fertig. Ich gucke da seit Stunden rauf und es tut sich gar nichts. Jetzt habe ich mir ein neues Heft gekauft. Und zwar das Gute Laune Sudoku. Und jetzt habe ich das gerade mal aufgeblättert. Ich dusselige Kuh habe da natürlich nicht reingeguckt vorher. Sind da bestimmt. Oh, lass mich lügen. 22 Sudokus. Wollen die mich veräppeln? Das ist ja. Kein Wunder, dass das hier Gute Laune Sudoku heißt. Die 22 Sudokus kriege ich bestimmt heute noch fertig. Die sind ja sowas von einfach. Also mal gucken, ob ich die jetzt heute noch fertig kriege. Aber ich denke mal schon. Das braucht man ja nur ausfüllen. Ja, aber es gibt ja Leute, die können das zum Beispiel gar nicht. Meine Mutter macht Rätselraten. Auch die kompliziertesten Teile. Aber Sudoku kann sie nicht. Komischerweise. Nichts für ungut, Mama, aber sagst du ja selber, mal Sudoku kannst du nicht. Dafür kann mein Vater das. Also mein Vater und ich sind Sudoku-Könige. Aber der hat seitdem schon 95 Hefte durch, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, ich fange mal an. Und wir haben es jetzt 5:30. Mal gucken, wie viele ich jetzt fertig kriege. In einer halben Stunde. Wir gucken mal. Ich melde mich in einer halben Stunde nochmal wieder. So, ich habe jetzt schon vor. Jetzt ist eine halbe Stunde um, aber ich habe, glaube ich, schon vor 10 Minuten aufgehört. 6 Sudokus habe ich fertig. Das war mir aber doch ein bisschen zu monoton, einfach nur diese Zahlen da einzutragen. Und ich bin ja so monkig. Normal könnte ich ja auch jetzt schon gleich bei den mittleren anfangen, aber das mache ich nicht. Also ich gehe ja von vorne nach hinten durch, ne? Also mache ich jetzt mal einen Augenblick Pause und mache dann nachher weiter. Oder morgen. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt noch mache. Ich habe so langsam habe ich Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute. Gucke ich mal, was ich mir denn heute so kredenze. Ich habe mir Pesto mitgebracht und Spaghetti. Wo sind die Spaghetti überhaupt? Ich habe den Korb vorhin ausgeräumt, da waren die Spaghetti nicht mehr drin. Habe ich die doch nicht mitgenommen? Doch, habe ich irgendwo, ich glaube in einer anderen Tasche. Oder ich mache mir nochmal Baguettes, damit die Truhe mal leer wird da. Dann kann ich da mal wieder was anderes reintun. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, was ich. Doch, habe ich, glaube ich, ne? Am Freitag bringe ich ja meinen Sohn zu seiner Freundin in Urlaub. Auf einen Campingplatz in die Lüneburger Heide. Ich glaube, ich hatte das schon erzählt, ich weiß es aber nicht mehr so genau. Und zwar ist seine Freundin heute mit ihrer Familie ins Südseecamp gefahren.
Und da soll Finn jetzt mal eine Woche mit hin. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich will auch gerne mal wieder im Südseecamp, aber ich bringe ihn ja nun hin. Da habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall einmal auf den Platz ihn dann zu seiner Freundin bringen. Weiß ich nicht, holen wir uns noch ein Käffchen oder was da vorne im Shop. Und dann werden wir noch am See ein Käffchen trinken und vielleicht eine Runde um den See gehen. Und dann fahren wir nämlich weiter. Also ich mit einer Freundin und Lukas und Emma. Wir fahren nämlich dann nochmal in den Heidepark. Genau, Lukas hat sich das gewünscht, aber das hatte ich glaube ich schon erzählt, dass wir in den Heidepark fahren. Genau, meine Freundin kommt mit Martina, die mich hier letzte Woche besucht hat. Letzte Woche oder vorletzte Woche? Vorletzte Woche war das glaube ich schon, ne? Haben wir jetzt schon die dritte Woche zu fassen? Nein. Ist das jetzt die zweite Woche Ferien? Nee, die dritte Woche Ferien. Nein, schon die dritte Woche. Ja. Nächste Woche noch und dann haben wir ja Familienurlaubszeit. Genau. Ja, auf jeden Fall fahren wir dann zusammen in Heidepark. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen was drehen. Mal gucken, wie voll es da ist. Genau, und dann fahren wir abends nämlich wieder nach Hause. Eigentlich hatte ich vorgehabt, vielleicht eine Nacht im Südseecamp dann zu zelten. Aber das hat sich zerschlagen, weil meine Freundin ja mitkommt und die muss Samstag arbeiten. Aber es ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir das eben halt irgendwann mal. Wir haben uns ja jetzt noch dieses größere Zelt gekauft. Dann sage ich eben halt mal back to the roots. Roots. Zurück zum Alten auf jeden Fall. Dann gehen wir eben halt mal wieder zelten. Also wir sollen sowieso noch mal zelten gehen. Das letzte Wochenende in den Ferien soll ich noch mal zelten. Eine Nacht. Mal gucken, vielleicht nehme ich euch da auch mit. Das wird bestimmt witzig. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt, aber es ist auch egal. So, erstmal. So, ich habe vorhin schon einmal gesehen, als ich hier ankam, fuhr hier dieses Bötchen schon mal vorbei. Und jetzt fährt das Bötchen hier schon wieder vorbei. Ich drehe mal eben die Kamera und dann zeige ich euch das Bötchen mal. Da fährt das Bötchen. Das ist ja ein kleines U-Bötchen, würde ich sagen. Aber die sind vor 2 Stunden erst reingefahren zur Marine. Und jetzt fahren sie irgendwie wieder raus. Gucken wir mal. Er macht eine Kehrtwendung. Ich habe jetzt gerade mal mit dem Fernglas geguckt. Da auf diesem Schornstein, da sind auch Leute, also die da oben rausgucken. Und am Heck von dieser Flosse da, die da oben rausguckt, ist eine Tür und die stand auch offen. Ja, schon ein bisschen spannend, ne? Dass er hier jetzt auch direkt vor der Haustür umdreht. Wahnsinn. Guck, da siehst du das Loch, da ist ja gerade aufgegangen, oder? Schade, dass ich dich da ranholen kann. Das ist schon das Dichteste. Da steht tatsächlich einer an der Tür. Und oben stehen 2 oder 3 Leute drauf, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist schon irgendwie ein bisschen spannend. Of your heart.
So, ich bin jetzt noch mal eine Runde rausgegangen. Ich war für noch mal eine Stunde am Strand, da ein bisschen gechillt, hab mir ein Getränkchen mitgenommen und mein Sudoku-Heftchen. Ja, dann gehe ich noch mal eine Runde um den Platz. Das ist sehr ruhig. Schön hier so ein bisschen weg. Ja. Bin ich immer schon um den einen See fast rum. Und um den anderen gehe ich jetzt auch noch mal rum. Bisschen die Beine vertreten, ne? Nach meiner Backenentzündung oder was das da auch immer war. Habe ich lange genug rumgechillt. Wollen wir schon wieder in Wallung kommen hier langsam, gell? Leute, voll niedlich. Jetzt bin ich da ja vorhin durch den Wald gelaufen. Da kamen da zwei Kinder auf mich zugerannt. Ja, mein Flohmarkt, wir wollen was verkaufen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe aber gar kein Geld mit. Ja, wir verschenken auch was. Und was kriege ich geschenkt? Also das ist sehr niedlich, so zwei kleine Plastiktierchen und drauf zu eine Riesenfeder. Wie ihr mich kennt, ich mit meiner Vogelphobie, ich bin ja nicht, ja, das sind ja die Kinders, sagt man dann ja nicht nein. Habe ich mitgenommen, aber ich hatte am ganzen Körper Hühnerpelle. Ich habe sie dann an einen Zaun gesteckt, als sie außer Sichtweite waren. Aber es war ja niedlich. Ganz süß. So, jetzt bin ich gleich schon fast um den anderen See herum. Ich bin mal einen Weg gegangen, den ich noch nie gegangen bin. Und dann dachte ich so, scheiße, Sackgasse. Aber dann kam da so eine ganz kleine Brücke. Da konnte ich dann rübergehen. War schon sehr abenteuerlich. Ausführlichen Spaziergang und mache ich mir das hier jetzt noch ein bisschen gemütlich. Ich hatte ja einen Pullover an, ich habe mir fast totgespitzt. Ich dachte, das ist ein bisschen frisch, aber das war nicht frisch. Naja, ich habe mir das jetzt hier im Vorzelt gemütlich gemacht und mir meinen Laptop jetzt genommen und ich gucke gerade eine Sendung, die ich als Jugendlicher immer geguckt habe. Vielleicht sagt euch ja diese Titelmusik was. Na? Nun go.
Das war meine absolute Lieblingsserie in den 90ern. Und ich habe gedacht, die kann ich mir mal wieder reinpfeifen. Ja, das gucke ich mir jetzt noch ein bisschen an. So 2, 3 Folgen. Das geht. Und dann werde ich in Hyatt-Bitty gehen. Ich denke mal, so eine Folge gucke ich mir hier draußen noch an. Und dann nehme ich meinen Laptop mit ins Bett. Und dann gucke ich mir da noch eine Folge an. Vielleicht auch 2. Und dann wird Haya gemacht. Meistens gucke ich so lange, bis ich müde werde. Dann mache ich aus. Dann gucke ich am nächsten Abend weiter. Genau. Also, ich melde mich morgen wieder. Bis denn dann. Tschüssi.